Also du hast doch da aber eben versucht auszuweichen, ne? Ich darf jetzt erst noch mal meine Attacke machen. Ja, wenn Pariert. er jetzt sich aus dem Kampf lösen will, dann könntest du natürlich noch mal einen Passierschlag machen. Achso, Hast du okay. Aufmerksamkeit? Ja. Nee, ich meine, innie-mäßig bin ich doch jetzt eh dran, oder nicht? Du hast ja vorgezogen. Und Ragnar möchte gar nicht kämpfen, Ragnar Achso, haut ja. einfach ab. So, das heißt, du darfst einmal einen Passierschlag noch ausführen. Der ist mit Aufmerksamkeit erschwert um 8. Höchstwahrscheinlich triffst du nur auf die 1, aber ja, wenn Charybdis will, dann schlachtest du ihm jetzt. Würfel nochmal die Attacke hinterher. Okay, was um erschwert um 8? Basis, Okay. Basis plus 1 erschwert um 8. Also 1 und 2 ist das, glaube ich. Ja, dann Cutting legst du ihn Boy nochmal One. hinter ihm her und läufst mit oder torkelst mit weißen Augen ihm hinterher, Ragnar einfach aufs Oberdeck. Was auch nicht besser aussieht, denn dort gibt es überall Geistererscheinungen, die umherflirren. Und ja, du siehst dich panisch um, kannst die Hand vor Augen nicht erkennen. Achso, ich komme schon direkt nach ganz oben, okay. Also, kannst auch natürlich auch im Unterdeck bleiben und dann hier den Gang entlang rennen. Das geht auch. Dann würde ich laut rufen: Ist da jemand? Lebt noch jemand? Verdammte Scheiße, was ist hier los? Bis Frabul steht bei dir. Das ist nicht gut. Ragnar. Vor dem renne ich auch weg. Elphadaios torkelt hinterher und Bis Frabul erkennt das. Achso, das Vorwurf scheint nicht beeinflusst zu sein. Der hat noch normale Augen. Nein, es geht hier nur um Medio. Alles klar. Und er hat keine Bis Angst vor Frabul, Geistern. beschütz mich, bring ihn aber nicht um. Ein guter Kampf. Aber Murmelt er nicht nur umbringen. und torkelt dann oder geht dann auf den torkelnden Ephadaios zu. Nicht umbringen. Bisfrabul führt zwei Schwerter, wandelt drei. Er wird nicht parieren, er wird zweimal angreifen. Dreimal angreifen. Okay, Bisfrabul. Schauen wir mal nach, du bist bei 21, ne? Dann darfst du zuerst. Genau. Ach, fuck. Okay. Ja, du hast ja am Schakwam. Nee, dann bist Bull wird doch parieren. Oh, ich sehe es gerade. Okay. Also ich hau zuerst zu. Gibt es noch einen Waffenmodifikator auf die Attacke? Ist ja Endurium, oder? Plus 1, plus 1. Also sowohl Parade als auch Attacke. 100% Oh. Endurium. Nice. Okay. Ja, klar ist das 100%. Ja, Glaubst du, dann Borberat wird das mach. mischen? Ja, er würfelt Einfach eine nochmal eine Attacke. Attacke. Jo. Ist das noch getroffen? Attacke Basis ist 8, Erschwert um 8 bist du bei. Warte, macht. Warte, wieso auch macht? Das ist ja jetzt kein Passierschlag. Richtig. Nee, dann hast du recht. Ja, er wird einmal parieren. 16 schafft er. Ah, schade. Und dann. Schade. Ja, er wird sehen, dass du umwandelst. Er selbst dann greift er doch nur einmal an, weil Yamish Akvam, das will ich nicht. Er wird dich einmal angreifen mit dem Schwert. Trifft er. Okay. Ja, offensichtlich wandle ich ja offensiv um. Genau, du kannst nicht parieren. Dann kommt jetzt erstmal ein W6 plus 5 sind 10 TP. 10 TP, okay, das ist eine Wunde. Wo trifft er mich? Ja, Talentkampf in dein linkes Bein. Okay, zumindest keine extra Wunde, keine Genau. extra Dann Schaden. wandelst du um und dann bist du beim Umwandeln. Also kannst du umsonst umwandeln? Ja, ich habe Kampfgespür. Gut. Kampfgespür macht's nicht umsonst. Du kriegst trotzdem plus 4. Achso, richtig. Nee, ich kann nicht um. Nee, nee, kann ich nicht um andere wandeln. Ja, dann wieder plus 4. Gut. Aber ich muss jetzt noch eine Beherrschung machen, ob ich ne? Eine Selbstbeherrschung gegen Wunde. Ja, richtig. Die ist wie erschwert um Erschwert die TP um über. die TP, die über deiner Wunschschwelle liegt. Alles klar. Ich würde mir mal wünschen, dass ich es nicht schaffe, aber geschafft. Okay. Geschafft, gut. Dann kannst du ein zweites Mal angreifen. Er wird, wie gesagt, Jo. versuchen zu parieren. Okay. Ja, schaffe Wow. ich. Er pariert wieder und in einer freien Aktion trinkt er Schnaps. Coole Aktion, Schnaps trinken. Mit der anderen freien Aktion, er wird sich so ein bisschen umdrehen und fragt, wieso nicht töten?
Weil er der Schiffssteuermann ist und außerdem ein Freund und außerdem ein Effortgeweihter und außerdem dein Vorgesetzter. Er brummelt irgendwas, aber das passiert erst in der nächsten Kampfrunde. Höchstwahrscheinlich wird er jetzt, ja, er versucht dich zu entwaffnen, und zwar aus einer Parade heraus. Das heißt, du greifst sowieso erstmal an. Wenn du triffst und wenn er einen entwaffnen Schwert um 4 macht aus der Parade heraus, dann ist deine Waffe einfach weg. Würfel mal einen Okay. Angriff. Er hat noch eine Körperkraftprobe. Genau. Wow, echt? Autsch. Was? Ragnar, möchtest Oh nee. du. Möchte Er bekommt jetzt einen Treffer. Er Ja. bekommt jetzt einen Treffer, ja. Isfabul, bitte verwandle dich nicht, ich renn weg. 14. Oh. Ja, er nimmt das, du klonkst gegen sein Eisenbein, wo er noch einmal lacht. Aber es ist auch trotzdem eine Wunde. Also du merkst, wie Yamish Akvam durch das Eisen hindurch sich frisst und wieder weiter Unwasser aus seinem Bein herausläuft, was sowieso mehrfach gebrochen war. Ja, und der Kampf entbrennt so ein bisschen weiter. So nach 3, 4 Kampfrunden, der Kampf auf dem Oberdeck ist das sehr uninteressant, weil Romilly einfach überhaupt nicht kämpfen kann mit ihren kleinen Ärmchen. Der Kampf gegen Pisfrabul und Aphidaios ist wesentlich interessanter. Aber dann könnt ihr beide den Mund öffnen, weißer Rauch, Nebel, Geistererscheinungen dringen aus euch hervor und ihr werdet entlassen. Das Lachen von Kindern, die Orgelklänge aus der Niederhölle werden leiser und leiser und ihr könnt sehen, wie ihr wieder dem Tang-Himmel entgegenfliegt. Ihr könnt auch unter euch eine Unterwasserfestung aus schwarzem Metall erkennen, Goldketten geschmückte Tentakel, die aus dem Boden hervorbrechen und versuchen euch wieder nach unten zu zerren und dann klappen eure Augen wieder aus eurem Kopf nach vorne und ja, dann merkt Ephadaios, wie er wohl gerade ein Säbel auf ihn zufliegt, was er dann mehr als Reflexion pariert. Romilly sieht, wie Yalan auf ihr sitzt und ihr immer wieder ins Gesicht schlägt. Komm zu dir, komm zu dir. Das hatte ich nicht vor. Ich möchte Dann. gerne nicht die anderen Leute grün und blau schlagen, wenn es geht. Okay, ja, du sitzt auf hier, hältst ihre Arme fest. Romilly? Ja. Habt ihr euch beruhigt? Runter. Sofort. Oh, natürlich. Ja, und dann hast du von Romilly erst einmal nur noch würgende Geräusche. Weil dieser Anblick, den sie da erlebt hatte, war zu viel für ihr Nervenkostüm. Ja, ich ziehe sie dann etwas auf die Beine an den Schultern und versuche sie so sanft wie möglich in Richtung der Krankenstation zu bugsieren. Das Krankenraum ist wie auch immer. Als einfach daraus wieder zum Bewusstsein kommt, würde er rufen: Nein! Nein! Raus aus meinen Gedanken! Das ist mein Kopf! Ich gehöre mir! Niemand kontrolliert mich! Niemand! Ja, Bisrabul schaut dich auch an, legt den Kopf so ein bisschen schief, trinkt noch einen Schluck Schnaps und schlägt noch so ein bisschen gelangweilt dein Speer beiseite, beziehungsweise den entweihten Elfertbart. Freundchen, nächstes Mal töte ich dich. Aber das war ein guter Kampf und das respektiere ich. Betrachte so ein bisschen Yamish Aqua mit deiner Hand, mit den Tentakelverzierungen, die wieder mal um deine Hand geschlungen sind. Ach nee, Moment, ja genau, nicht Speer, sondern Yamish Aqua. Entschuldigung, also kein Geister Elfertbart. Dieser. Wie ist der Status, Mann? Wir sind direkt in einem Nebelfeld. Ragnar, warum wart ihr 5 Stunden weg? Und wenn ihr wiederkommt, kämpft der eine gegen den anderen. Ist doch wohl ein Witz. Auf dem Oberdeck tritt dann der Pfeil des Lichts an Yalan. Magister.
Herr Kapitän, ich habe die Geister vertrieben. Der Nebel ist zwar immer noch unheilig und die Seelen der Ertrunkenen werden sich demnächst auf weitere Schiffe stürzen, aber die Gefahr ist für uns gebannt. Allerdings hängt der Schiffssegen wohl etwas schief, möchte ich meinen. Die Menschen sind abergläubisch und wenn echte Geister hier rumfliegen. Nun gut, sie haben sich auf die blutige See eingelassen und wussten, was auf sie zukommt. Macht es nicht unbedingt weniger beunruhigend. Gut, hab Dank für eure tatkräftige Arbeit. Macht es euch was aus, hier kurz anzupacken? Er schaut zu Romilly. Euch kenne ich noch nicht. Wer seid ihr? Ist das jetzt wichtig? So wie ihr ausseht, standet ihr unter dem Einfluss dieser Entitäten. Von daher könnte es durchaus wichtig sein. Könnt ihr bitte darüber reden, wenn sich meine Eingeweide beruhigt haben? Dafür haben wir noch nun wirklich im Lazarett noch Zeit, meint ihr nicht? Wie ihr Ihr meint, Herr seid ja schließlich Kapitän. hier, es wird schon nichts passieren bis da unten hin. Romilly wird von Yalan in Richtung des Lazaretts gebracht. Und die Fahrt geht weiter durch den Nebel. Die Zeit selbst verrinnt merkwürdig. Am nächsten Tag bekommt ihr ja die neue Positionsangabe. Ihr befindet euch, nachdem ihr den Nebel durchfahren habt, direkt vor dem Sturm. Dem Sturm von Maraskan und befindet euch dementsprechend hinter dem Golf von Perikum, leicht südlich, irgendwo vor Yergan. Und damit gehen wir in eine Pause. Ja, ihr werdet euch dann nach und nach aus dem Nebel herausschälen, der dann nachgibt. Weitere Geistererscheinungen gab es auf dem Oberdeck nicht. Die wurden ja vertrieben. Und als der Nebel sich lichtet, könnt ihr eine größere Sturmfront vor euch erkennen, die dem Eingeweihten sehr deutlich macht, dass Maraskan auf euch wartet. Jetzt die Entscheidung, die ihr treffen müsstet. Direkt durch den Sturm durchbrechen mit einer Arche. Das ist dann natürlich kein normales Schiff, was auf der Wasseroberfläche fährt, sondern herumgeht. Ob das überhaupt funktioniert, wäre dann zu entscheiden. Oder ob ihr euch weiter an Oron haltet und hier bei den Galeeren versucht durchzubrechen. Oder einfach dann vorbeizulaufen. Zumindest könnt ihr dann auch mehrere Kisten vor euch erkennen, die auf dem Wasser herumtreiben, wohl leicht auch durch Sturm oder so etwas beschädigt worden sind. Und ja, das ist auf alle Fälle eine Art von Treibgut. Reden wir erstmal über den Kurs. Wir müssen natürlich früher oder später so oder so durch den Sturm Richtung Maraskan, aber ich denke, wenn wir jetzt durchbrechen und die maraskanische Küste hinablaufen, besteht die Möglichkeit, dass man uns sieht und unsere Anwesenheit die Küste hinunter weitergibt. Xeran und seine Getreuen sind ja nicht unbedingt gern gesehen, auf Maraskan. Entsprechend schlage ich Wie vor, meinen wir versuchen Sie erst das, Herr einmal durch die Block. Kapitän? Schlage ich vor, wir versuchen erst einmal durch die Blockade bei Elberum zu brechen und als die es nicht durchlassen wollen, entscheiden wir uns dann, wie wir mit denen umgehen. Vielleicht können wir uns durchschießen, vielleicht nicht. Geht es nicht darum, ob wir den Sturm als Deckung verwenden wollen? Halte ich für riskant. Also, wenn ein Schiff das aushalten würde, dann so eines wie unseres hier. Ich mache mir keine Sorgen um das Schiff. Ich mache mir Sorgen um die Geschütze und die Männer an Deck. Selbst wenn wir alle reinholen, mache ich mir immer noch Sorgen um die Geschütze. Die können wir auf die Schnelle nicht abmontieren. Ich möchte zu bedenken geben, dass wir früher oder später die Fähigkeiten dieses Schiffes testen müssen. Und wie es nun in schwierigen Gewässern unterwegs ist, gehört dazu. Früher oder später. Aber ihr seid der Kapitän, Yalan. Nun gut, wir haben Zeit. Warum nehmen wir uns nicht 3 Tage, montieren die Geschütze ab und testen das in Ruhe aus? Könnt ihr auch gleichzeitig versuchen herauszufinden, wann diese Arche sich erholen muss? Ich würde allerdings lieber erst Hammondport angehen und mit einem vollen Frachtraum dann, wann immer uns die Möglichkeit ist, zurück nach Hause fahren können.
Weil wenn jetzt irgendwas passiert, was uns zum Rückzug zwingt, kommen wir leere Hände nach Hause. Können wir uns das einmal auf der Karte anschauen? Nein, du siehst die Karte, was willst du sehen? Wir sind gerade am Ende von der schwarzen Linie. Wir sind da, wo das Gezeitenspinne-Token ist. Ah, okay, jetzt sehe ich es erst, okay. Und der Sturm befindet sich wo? So etwa hier runter. Ja, genau. In leichter Entfernung zur Küstenlinie, okay. Einmal drumherum. Wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Wir gehen durch und bewegen uns in der Nähe der maraskanischen Küste runter. Da werden wir auf jeden Fall gesehen. Wir bewegen uns nicht durch und gucken, ob wir durch die ironische Blockade kommen. Oder wir laufen genau mit dem Sturm da runter und hoffen, dass nichts kaputt geht. Ja. Sicht zur Küste, 30 Meilen, ne? Das habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Oder wir laufen außen rum, das dauert dann aber ein Weilchen. Was spricht dagegen, dass wir in dieser, also der Sturm zieht sich einmal ganz um Maraskan herum? Ja. Dass wir wirklich die ganze wird das warme Wetter, Zeit in dem, einfach in dem Sturm drinnen bleiben? Was spricht dagegen? Dagegen spricht, zum einen, wie ich es bereits sagte, dass ich die Geschütze dann nicht draußen haben will. Sonst landen die am Ende am Boden der See und dafür waren sie echt zu teuer. Und zum anderen, dass ich nicht weiß, wie die Aufbauten sich im Sturm halten. Und zum dritten, dass ich nicht weiß, wie die Arche mit ihren Spinnenbeinen sich bei hohem Wellengang bewegt. Okay, also testen, die... Aber das würde wohl dauern. Nun, die Geschütze könnten wir ja abbauen, wieder montieren, wenn wir aus dem Sturm rausgehen. Also wenn wir den Sturm vor Helmenport verlassen. Das würde ein paar Stunden dauern. Ansonsten könnten wir, wenn wir im Sturm bleiben, natürlich die Entdeckung durch Maraskan vermeiden und die Blockaden quasi umfahren. Also wir müssten Bronn fragen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir alle Geschütze inklusive der Harpunale ab- und aufmontieren, dauert das mindestens 2 Tage. Vielleicht weniger, wenn er die Lafette jetzt schon fertig hat, aber... Was sagt er denn? Also weil wir haben noch... Ja. Was sagt der Rest der Mannschaft denn? Also der Anwesenden denn dazu. Ist noch eine Spielentscheidung. Ja, ich meine die beiden anderen Anwesenden. Ragnar und Romeli. Ab durch den Sturm. Feuer wohl geboren. Enthalte mich lieber. Ich bin nicht so sehr bewandert in der Seefahrt bisher. Da sollten wir auf seine Gnaden vertrauen. Gut. Bronn, sieh zu, dass die Geschütze abkommen und unter Deck verstaut werden. Ogdan, Ragnar, ich will, dass alles doppelt geprüft wird, ob es sicher ist. Wir brauchen keine Kisten, die uns in die Ohren fliegen, falls irgendwas schief geht. Natürlich. Euer Gnaden, ich denke, ihr habt etwa einen Tag, euch vorzubereiten, dann muss alles zügig gehen. Braucht zum Abbauen und genauso zum Aufbauen ungefähr 6 Stunden. Sollte gehen, aber die brauche ich mindestens. Die habt ihr. Ei. Wie steht die Sonne gerade? 12 Uhr. Gut, in 6 Stunden. 15. Zar, 12 Uhr. 15. Zar, in 6 Stunden wird es langsam dunkel. Ich nehme an, euer Gnaden, wir werden erst morgen früh dann mit diesen Versuchen beginnen und bis dahin hier liegen. Hi. Ich werde Joshek darüber informieren, dass er dann ein besonderes Auge auf das Schiff haben soll. Ordnung, dann weiß jeder, was er zu tun hat. Ich hoffe, ihr macht das Schiff nicht kaputt morgen. Gut, wegtreten. Damit trete ich dann auch ab. Jo. Ich würde noch einmal Doshek aufsuchen. Ja. Erzbibliotheker, hier seid ihr. Die Männer hatten gesagt, dass ihr euch irgendwo hier rumtreiben würdet. Wie laufen denn eure Untersuchungen? Ich habe mittlerweile alle Kreaturen, die es hier gibt, inspiziert, einen Namen gegeben und gezeichnet. Oh, das ist vortreffliche Arbeit. Gibt es hier denn viele Kreaturen, wie man sie sonst nicht auf einem Schiff hat?
Die Kreaturen waren bisher zum großen Teil unbekannt oder nun in einer solchen Ausgangssituation, dass man sie nicht zeichnen konnte. Es gibt natürlich einige Kämpfe gegen Homeria, aber nun gut, die Exemplare, die ich gefunden habe, waren auch in einem bemitleidenswerten, ausgetrockneten Zustand, aber zumindest konnte ich bisher keine in der Qualität abzeichnen. Der Krakenmolch hätte sich etwas besser unter Wasser gehalten. Aber auch da hat wohl Fiona mit ihren Äxten sehr gewütet, sodass ich nur raten musste, welches Tentakel an welche Stelle gehört. Sehr interessant sind auch die Archenkäfer, die es so nicht auf dem Land zu finden gibt. Eine neue Spezies, möchte ich sagen. Gelehrter Herr, ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns dem größten, uns einzigartigen Wesen hier widmen, der Arche höchst selbst. Wie wir schon festgestellt haben, denke, es ist auch eurem aufmerksamen Gemüt nicht entgangen. Dieses Schiff kann wie ein spinnenartiges Wesen über das Wasser laufen. Es kann sogar rennen und es hat noch weitere Fähigkeiten. Genau wie jedes andere Tier muss es auch schlafen oder sich zumindest erholen. Und wir wollen jetzt herausfinden, nun, zu wie viel dieses Schiff in der Lage ist, bevor es verschnaufen muss. Ein interessanter Ansatz, die Arche zu erforschen und auszuloten, wie viel sie eigentlich vermag, wenn sie in Zuständen ist und ob so etwas auch angesehen werden kann. Es wäre nicht auszudenken, wenn man nun ja neben den Wurzelzeichen auch weiß, wie aktiv sie aktuell ist, ob man sie angreifen kann oder ob man warten sollte. Ob man sich jagen lassen kann und davor wegfährt, bis sie erschöpft ist und erst dann zuschlägt oder ob man sie direkt angreifen kann. Ich dachte, wir beginnen damit, einmal die generellen Organe, sofern wir sie finden, zu inspizieren und dann ein besonderes Augenmerk auf die, sind das so etwas wie Blutkanäle, Adern, durch die hier scheinbar Unwasser pumpt, zu betrachten. Denn als das Schiff erschöpft war, begann es, Unwasser aus der blutigen See zu trinken. Scheinbar ist es so etwas wie ein Lieferant von Energie, so etwas wie Nahrung für das Schiff. Nährstoffe, Organe, das hört sich nach einer sehr interessanten Theorie an. Das könnte stimmen. Nun, wir wissen bereits, dass es ein Herz gibt und nun, wenn man den Steuerbaum so bezeichnen kann, auch ein Gehirn. Mein Vorschlag wäre, dass wir uns oder dass ihr eine der Adern ausfindig macht und die Menge an Unwasser, die durch es durchpumpt, versucht irgendwie von außen zu bestimmen. Das ist interessant, interessant. Eine Oberfläche, die ich habe, durch die ich einen Fluss bestimmen muss, Fluss pro Minute, Fluss pro Sekunde, eine einfache Zurückrechnung, darauf dann schließen auf das Volumen. Eine interessante Aufgabe. Ich denke, das könnte ich. Ich habe nicht einmal die Hälfte von dem verstanden, was ihr gerade gesagt habt, aber wenn ihr sagt, dass es möglich ist, nach einer guten Strategie. Er tritt mal an so eine große Unwasserader heran. Seht hier, er klopft so ein bisschen drauf. Sie gibt auch nach und schwappt so ein bisschen nach innen und außen. Das ist ungefähr ein, sagen wir, Achtelkreis. Ein Achtelkreis von einer Ader, von einer Oberfläche. Daraus kann ich den restlichen Siebtelkreis berechnen. Und über die Oberfläche kann ich auf das Volumen schließen. Und der Fluss ist die Wassermenge, die pro Zeiteinheit hindurchströmt. Erzbibliothekar, wenn ihr mit euren Nachforschungen fertig seid, wäre ich sehr dankbar für eine Zusammenfassung. Ja, gerne.
Du siehst, wie er wie so ein kleines Kind grinst und sich sofort daran macht, eine Strichliste zu führen und nickt immer mit dem Kopf, während er irgendwas abstreicht, beginnt dann irgendwie Holzstückchen zu zählen, die dadurch fließen. Ja, ist einfach daraus und feststellt, dass er längst aus dem Aufmerksamkeitsbereich des Erzbibliothekars verschwunden ist, würde er dann auch einfach sich umdrehen und weggehen. Ich suche mal nach Romilly. Hattest du zuletzt auf der Krankenstation abgeliefert? Weiß ja nicht, ob du gerade bei der Sprechung noch dabei warst. Dann gebe ich mich zur Krankenstation und setze mich mal neben die Pritsche, wenn wir eine haben, wo man sich vermutlich dann nicht mal darauf bewahrt sagen, abgelegt hat. Euer Wohlgeboren. Romilly reicht. Ihr seht wesentlich gesünder aus. Danke. Was genau ging da vor sich? Eine gute Frage. War wie ein Blick in die Niederhöllen, als wäre ich selbst hinabgestiegen. War entsetzlich. Das schon mal vorgekommen? Dass ich mit Geistern Takt treten kann. Ja, aber die Ausmaße sind mir definitiv neu. Ich sollte mich wohl besser vor diesen Nebeln hier in Acht nehmen in Zukunft. Ja, passt. Passt in Zukunft besser auf euch auf. Ich wette es nicht, wenn ihr versucht, mir die Augen herauszukrallen. Romilly schaut so auf ihre Hände. Sollte wohl kaum möglich sein, so, oder? Ja, dann nimmt mal so den Daumen und den Zeigefinger auseinander. Solche Krallen hattet ihr. Weiß nicht, welche Art von Zauberei das war, Aber aber. beherrsche ich nicht einmal. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht sehr erpicht darauf, dass irgendjemand anders anfängt, Fragen zu stellen. Nachvollziehbar. Gut. Passt auf euch auf. Ich werde mal an Oberdeck sehen, dass Bronn unsere Geschütze nicht kaputt macht. Was habt ihr vor? Wahrscheinlich durch den Sturm durch, oder? Ephandarios will ausprobieren, wie sich die Arche im Sturm verhält. Und ich habe nicht den Willen oder den Drang, 2.500 Dukaten pro Stück auf dem Grund des Meeres zu versenken. Nun gut. Nun, ich denke, ihr könnt noch spätestens bis morgen früh hier bleiben. Danach solltet ihr euch einen Ort zum Festhalten suchen. Nun gut. Guter Plan. Ich trete dann ab und schaue den Geschützen der Geschützmannschaft bei der Arbeit zu. Ich habe da keine Ahnung von, aber ich versuche nicht so auszusehen. Was für meine Sinnschärfeprobe?